Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu Teil 2 der Beinarbeitstechniken, die wir durchgehen. Nachdem wir, und ich verlinke euch nochmal Teil 1, euch alle Beinarbeitstechniken vorgestellt haben, die wir so kennen und die wir als wichtig empfinden, geht es heute um Teil 2 um die besten Beinarbeitsübungen, die man nutzen kann, um diese Beinarbeitstechniken in Übungen umzusetzen und das Niveau zu steigern. Ja, kommen wir zu der ersten Top-Übung. Meines Erachtens ist das wirklich eine Top-Übung, weil ich sie auch selber gerne spiele. Ja? Und zwar geht es um Falkenberg. Beim Falkenberg hast du erstens den kurzen Weg von Rückhand zum Umspringen in Vorhand, also Umspringen, dann mit der Vorhand zu spielen und dann halt nochmal diesen weiten Weg. Oft passiert es bei der Übung, wenn man darauf nicht so gut trainiert ist, dass man halt auch Kreuzschritte hat. Ja? Ich spiele sie euch mal ganz kurz ohne Ball vor. Ja? Ihr steht hier, spielt die Rückhand, umspringt. Ihr müsst euch Platz schaffen, ja? Spielt Vorhand und dann kommt dieser Schritt, ja? Dass ihr hier reindreht. Ich spiele es so, dass ich immer so 2-3 Durchgänge mache und nach dem dritten Durchgang dann einen freien Ball spiele. Sind wir ehrlich, im Spiel wird es jetzt nicht so passieren, dass ich jetzt 1000 Mal den Ball auf diese 3 Punkte kriege. Aber es mir auch ausreicht, wenn ich 10 Minuten jetzt, sage ich mal, diese Übung so spiele. Die nächste Übung, die wir haben, und die ist besonders wertvoll für mich als vorhandorientierten Spieler, der in der Vorhandseite seine Stärke hat. Das ist 3 Punkte Vorhand. Eine sehr beliebte Übung auch bei vielen Profis. Einfach vor allem, um die Beinarbeitstechniken auszubauen, zu verbessern und ja, um das gut anzuwenden. Es gibt 3 Punkte am Tisch. Vorhand, Mitte, Rückhand. Und so spielt man 3 Punkte Vorhand. Und hier nutzen wir unsere Side Steps oder Side Jumps Bewegungen. Ja? Wir fangen an in der Vorhand. Ist jetzt auch komplett egal, ob du diese Übung parallel, diagonal spielst, vollkommen egal. Du bist immer leicht geöffnet und ziehst den ersten Ball vorn Topspin. Machst dann zum Beispiel deinen Side Jump, vorn Topspin aus Mitte, nochmal Jump, vorn Topspin parallel zum Beispiel. Und ich muss mich jetzt einfach zurückbewegen. Hin und her, Zähne putzen ist nicht schwer und das machen wir jetzt auch. Wir sind hier mit dem dritten Ball, Step, Step oder Jump, Jump oder halt der Side Step. Hier, wenn man die Rückhand umläuft praktisch, muss man auch wieder offener mit dem Körper stehen. So sollte man 3 Punkte Vorhand spielen. Spielt Beinarbeitsübungen vielleicht nur mit 70-80% Tempo, damit man viele Bälle spielen kann. Und wenn ihr dann die Übungen, zum Beispiel könnt ihr, wenn ihr die ganze Zeit über Rückhand spielt, könnt ihr sagen, nach 7, 8, 9 Bällen könnt ihr den Ball zum Beispiel parallel auflösen und eine freie Übung draus machen und ausspielen, um auch ein bisschen wettkampfnah durchzuführen, diese Übung. Und die dritte Übung, die wollen wir in A und B aufteilen. Übung A erkläre ich, gleich A die Übung B. Ganz wichtig für mein Spiel ist die Topspin-Eröffnung auf Unterschnitt. Und ich sag mal so, auf meinem Level ist es immer sehr, sehr gut, einen kurzen Ball zu legen, der wirklich flach ist, der nicht angeflippt werden kann. Daraufhin kriege ich sehr oft, ja, im Doppel noch viel öfters, aber auch im Einzel sehr oft einen Schupfball, halblang bis lang, in Mitte- bis Rückhandbereich. Und diesen umspringe ich dann, ja, um Vorhand anzugreifen und vorn Topspin zu spielen. Genau, und die möchte ich, diese Beinarbeitstechniken, die man hier anwendet, ist vorwärts, rückwärts für das Kurzlegen und dann eventuell der Sidestep für den Topspin. Ja, und das ist das Kurz-Lang-Ding. Und seitliche Bewegung. Kurzlegen, Fuß nach vorne, Fuß in den Garten,
Fuß zurück nach Hause und dann kommt der Ball hierhin geschupft, Side Step, Topspin eine Öffnung auf Unterschritt, ruhig von Kniehöhe hochziehen mit viel Rotation, fertig. Das ist eine ganz, ganz wichtige Übung, die man immer wieder einbauen sollte. Daraufhin geht ja eine Übung meistens weiter. Die kann man entweder regelmäßig weiterspielen, um wieder Beinarbeitstechniken zu lernen, oder auch frei, unregelmäßig weiterführen, um spielnah zu trainieren. Und zwar ist diese Übung so, ich mache Ausschlag kurz, der Ball kommt kurz zurück, ich flippe meinen Gegner an, dann kommt der Ball hier hin, damit ich einen Nachspieler habe mit der Rückhand, rübergehe und dann der weite Weg in die Vorhand. Warum spiele ich diese Übung gerne? Weil wenn ich den Gegner jetzt anflippe, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er mir direkt in die Vorhand den Ball blocken kann. Der kommt zu 70-80% dann immer hier hin. Und damit ich das halt perfektioniere bzw. automatisiere, trainiere ich das sehr, sehr gerne. Ja? Also ich mache einen Ausschlag, flippe den an, da ist ein bisschen Seitschnitt immer drin, schwer zu blocken, kommt eher hier hin, gehe rüber, kleinen Step nach rechts und dann den langen Weg mit der Vorhand dann schön reinzuziehen. Ja? Was noch wichtig ist bei dieser Übung, dass ihr wirklich den erste Phase-Ausschlag macht. Ja? Dass ihr wirklich überlegt, wie komme ich überhaupt in meinem Flip-Spiel? Ja, wenn ich jetzt zweite Phase anwende, dann kommt er eher wahrscheinlich in Vorhand. Also kann ich gar nicht flippen. Dann wird es wahrscheinlich ein langer Ball in Vorhand oder kurzer Ball in Vorhand oder sowas sein. Deswegen würde ich vorschlagen, erste Phase kurz mit Unterseitschnitt, damit ihr nicht gleich angegriffen werdet. Dann kommt er in der Regel kurz. Dann flippt ihr mit Seite so ein bisschen. Dann kommt er auch wieder zu 70-80% hier hin. Dann geht ihr rüber. Und dann kann halt alles passieren. Und in der Regel spielen die Gegner dann auch wirklich in die Vorhand, weil sie einen ausblocken wollen, weil sie dann halt auch die Möglichkeit haben. Vorher haben sie gar nicht die Möglichkeit, so richtig, weil da immer ein bisschen Sidespin ist. Und genau, dann müsst ihr halt bereit sein für den Vorhand-Topspin. Das war Teil 2 der Beinarbeitsübung, um auch mehr TTR-Punkte zu bekommen. Ihr könnt uns da uns vertrauen. Dritte Bundesligaspieler. Ich bin auch ein erfahrener Trainer. Und übrigens, ihr wisst ja auch Bescheid mittlerweile, Ali hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, da könnt ihr auch viele Tischtennis, Vlogs, seine Spiele sehen. Da könnt ihr auch mal nachvollziehen, warum er diese Übung spielt, weil er oft auch mit Rückhand rangeht. Und wenn ihr das gut findet, könnt ihr ihm ein Like geben, ein Abo und dem Kanal natürlich auch. Und dann sehen wir uns demnächst hier wieder zu Teil 3 der Beinarbeit-Techniken, die wir dann spielnah durchführen. Bis bald.